TV2IP ist der Standard für kinderleichte Verteilung von Fernsehprogrammen über das Heimnetzwerk. Die Panasonic Blu-ray Recorder der 8er und 9er Serie wandeln als Server die empfangenen Programme um und speisen sie ins Netzwerk ein. Mit einem als TV2IP-Client ausgestatteten Fernseher können die Sender nun in jedem Raum, auch ohne eigenen Antennenanschluss und ohne Einschränkung des Komforts, empfangen werden. Rufen Sie beim Recorder über das Hauptmenü die Netzwerkeinstellungen auf, um die Serverfunktion des Panasonic Blu-ray Recorders zu aktivieren. Hier wählen Sie im Anschluss die DVB via IP-Funktion. Jetzt ist einer der vorhandenen Tuner des Recorders fest zugewiesen für die TV2IP-Serverfunktion. Die verbliebenen Tuner können weiterhin unabhängig für Aufnahmen, Live-TV oder Streaming genutzt werden. Am TV2IP-fähigen TV-Gerät, in einem Raum auch ohne eigenen Antennenanschluss, wählen Sie während der Erstinstallation TV2IP als Empfangsweg und starten den Sendersuchlauf. Einzige Voraussetzung ist die Verbindung des Fernsehers mit dem Heimnetzwerk, per Kabel oder kabellos per WLAN. Genauso, als wäre der Fernseher mit einem Antennenanschluss verbunden, speichert er automatisch alle verfügbaren Sender ab. Und Sie können Ihre Favoritenlisten anlegen. Nach Abschluss der Erstinstallation müssen Sie auf nichts verzichten. Wie beim klassischen TV-Empfang steht die volle TV-Funktionalität bereit. So können Sie wie gewohnt Zusatzangebote wie den elektronischen Programmführer EPG, den Videotext oder die Aufnahmefunktion auf eine USB-Festplatte nutzen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, über die Red-Button-Funktion auf die Mediatheken der Sender über das Internet zuzugreifen oder Pay-TV-Programme über den integrierten CI-Plus-Slot zu entschlüsseln. Panasonic.